Ja, einen herzlichen Dank dir, Christoph McGlams. wir haben viel dürfen von dir lernen, so zum Beispiel, dass du die Stück musst wie zweimal lernen, zuerst auf einer Übungsflöte, bevor dass du hier auf diesem wunderbaren Instrument, der Pipe oder dem Dudelsack, das dann wirklich kannst spielen. Du hast mir gesagt, die Koordination von, Achtung, hoffentlich kann ich es richtig sagen, Blasen, Arm drücken, schauen, dass der Luftzug richtig geht, die Stimme von den drei Drones, dann noch hören, was wir da vorne spielen und am Schluss eigentlich noch das spielen, was du überhaupt musst. Das sei wirklich Multitasking. Du hast es brillant gemacht. Merci vielmals, Christoph. Und er hat mir einfach nicht wollen sagen, was das Jotten unter ihrem Rock wirklich anbietet. Also, das sind sie alle gleich, ob Piper in Schottland oder Piper von Gümlingen. Wir werden es nie erfahren. Danke, Christoph.